Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video von mir. Es ist wieder Dämmerungszeit, dieses Mal auf dem Mond. Episch, Feinde sind gut gepanzert, hochaggressiv und erscheinen in großer Zahl. Dämmerung, wenn alle Spieler sterben, kehren wir zurück in den Orbit. Akkus entflammen, der Akkuschaden ist erhöht, dreimal so hoch wie normal. Dann Lichtschalter, Lakaien der Dunkelheit richten deutlich mehr Nahkampfschaden an. Und zu guter Letzt noch wütend, Lakaien der Dunkelheit weichen nicht zurück, selbst wenn sie massiven Schaden erleiden. Wir starten das Ganze. Und während dem Anflug zeige ich euch noch die Waffen, die ich mitnehme. Etwas Dunkles lauert tief So, zuerst der Schicksalsbringer aus dem Raid, die Gläserne Kammer. Dann Geduld und Zeit. Da kann man aber auch ganz gut Licht des Abgrunds nehmen, das Fusionsgewehr vom Raid Krotas Ende und Iriots Lied, auch ein Gewehr von Krotas Ende und der Donnerlord für die, die den Donnerlord haben. Aber ich spiele mit den drei. Hier muss ich noch kurz etwas umstellen, denn ich habe da noch vom PvP noch den Großteil nicht drin. Passt so. Wir probieren das möglichst schnell durchzuziehen. Das heißt, wir haben da ein mächtiges Tempo drauf. Für alle, die meine anderen Videos schon kennen, auch die auf dem Mond. Ich habe Dämmerungsstrike hier schon mehrmals gemacht. Da gibt es einen ganz guten Safe Spot, aber den zeige ich dann, wenn wir beim Boss sind. So, die Stelle hier, wie immer, hier kann man auch respawnen. Wenn man sterben würde, kann man einfach wieder sich neu beleben. Ich sehe da direkt, dass ich da noch die Handgranate wechseln muss. Die Blendhandgranate. Ja, und dass ich da noch andere Dinge drin habe vom PvP. Ja, da fehlt noch eins. So. Jetzt ist gut. Nun, wie gesagt, in dem Rahmen kann man da ein bisschen aggressiv vorgehen. Ohne Probleme. Geht auch ganz schnell, wenn ihr zu dritt seid und alle Akkuschaden machen. Insbesondere, wenn so viele den Schicksalsbringer dabei haben. Beim nächsten Raum gibt es auch einen Trick. Da kann man sich einfach zurückziehen in den Raum von da, wo man gekommen ist. Beziehungsweise den Mittelraum. Und da kann man dann agieren. Aber ich fange hier noch ein paar Leibeigene ab. Die Granate war leider nicht so gut. So. Und dann kann man einfach hier warten. Wenn man natürlich mit dem Super spielt, mit dem Striker, kann man da mächtig in den Angriff gehen, weil man ja Akkuschaden macht. Das gleiche übrigens beim Blade Dancer. Da würde ich aber mit der Fähigkeit spielen, wo man die Explosion auf dem Boden entlang nach vorne werfen kann. Da macht man auch richtig viel Schaden. Und das Warlock spielt es nicht so eine Rolle. Wiederbeleben ist da immer eine gute Sache bei der Dämmerung. Für die Warlocks. Ihr seht, die Gegner kommen da nicht weiter nach vorne, wenn man da in dem Gebiet steht, wo wir jetzt sind. Ihr müsst dann einfach aufpassen, bei der dritten Runde kommen dann vier Hexen, da müsst ihr euch dann zurückziehen. Und das muss man dann ziemlich schnell machen, weil man sonst stirbt. Weil die Hexen, die machen auch Akkuschaden. Und das ist doch ziemlich heftig, der Akkuschaden.
So, jetzt kommt mal Iriots Lied dann später zum Einsatz. Und zwar, wenn die Hexen dann kommen, um die möglichst schnell zu killen. Die Ritter sind normalerweise kein Problem, weil sie auch ein Arkus-Schild haben. Bei den Echsen hingegen, die haben ein Feuerschild, das macht das Ganze ein bisschen schwieriger. So, jetzt kommen sie, jetzt müsst ihr euch zurückziehen, und zwar da hoch, und müsst die Hexen dann jedes Mal wieder locken. In anderen Dämmerungsstrikes auf dem Mond sieht man das ganz gut. Hier bringen wir die Hexen ziemlich schnell down und ich bin sehr aggressiv, weil ich da möglichst schnell den Dämmerungsstrike machen möchte. Das sieht man dann später, sterben eigentlich zweimal an der Stelle hier. Nur zwei Hexen tot, zwei leben noch. Aber die soll man nicht unterschätzen. Denn der Arkusschaden ist richtig stark. Man sieht es gleich, zack, und schon weg. Aber zum Glück haben wir einen Jäger dabei. Und der weiß auch genau, was zu tun ist. Nicht nah ran, so weit wie möglich wegstehen, damit man nicht stirbt von den Schüssen. Und zurückziehen. Ja, da bin ich erst gerade gelandet, das war ziemlich fies von der Hexe. So, die letzte noch und dann geht's schon weiter. Ich hab's. Das Tor. Man sieht, Iriots Lied ist mit dem Akkuschadenverstärker eine angenehme Waffe zum Mitnehmen. Jetzt kommt da noch mal kurz Geduld und Zeit zum Einsatz. Und jetzt wollte ich mit Iriots Lied durchfeuern, aber ich habe nicht genug Munition. Und die Leibeigenen. Ein schönes Beispiel, dass man da beim Nahkampf gut aufpassen muss. Leider war ich der Dummy, der das zeigen musste. Das Problem an den Leibeigenen ist, wenn sie zuschlagen, machen sie zusätzlich noch Arkus-Schaden. Und natürlich der Nahkampf, der noch verstärkt ist. Das heißt, man hat fast keine Chance, einen Schlag von einem Leibeigenen zu überleben, wenn die beiden Modifikatoren angeschaltet sind. So werden selbst die kleinsten Gegner ziemlich gefährlich. Sind hier aber schon ziemlich schnell vorangekommen. Man merkt es aber auch am Schicksalsbringer. One Shot, da muss nicht mal ein Headshot sein. Ja, da muss man immer vor der Tür aufpassen, aus diesem Grund bin ich hinten stehen geblieben. Weil da kommen immer noch ein paar raus und die fallen einem dann in den Rücken. Und das ist nicht unbedingt das, was man möchte, natürlich. So, für die, die sich nicht ganz sicher sind, die können das Gebiet hier noch clearen, also das heißt, die Hexe und die Akolyten da killen und können dann von der Ferne gegen die zwei Ritter hier kämpfen. Aber wir haben hier so viel Schlagkraft, dass wir die einfach überrennen. Verschwinden die Türen, geht schnell. Das Schwierigste an der Stelle hier ist einfach nicht zu sterben und alle Gegner zu töten. Fergot, der Hauptboss, ist später dann absolut kein Problem.
den metzeln wir einfach ratzfatz nieder. Jetzt kommt dann gleich einer, sieht man auf dem Radar. Ja, das ist die Wirkung von dreimal Schicksalsbringer. Was soll man da sagen? Geduldsspiel, warten bis die Gegner kommen. Oder wie ich jetzt sehr aggressiv rein. Wie der jetzt da noch dazugekommen ist, das ist mir doch ein Rätsel. Wahrscheinlich haben da drei noch gelebt. Aber dafür ging es schnell. So. Raum geklebt, jetzt kommen wir noch zum Safe Spot. Und zwar, wenn man da die Bergsteigerausrüstung anzieht und die Wand hochkraxelt, man springt einfach von da auf diesen Zwischenraum, diese Zwischenebene, dann auf den Stein und kann direkt hier hoch. Der Titan hat das am einfachsten, der Jäger und Warlock haben es hier ein bisschen schwieriger. So. Der Spieler da unten wird jetzt noch den Boss befreien, dass sich dir dann hierhin bewegt, damit wir den platt machen können. Dauert halt, bis der frei ist, auch wenn er in Ketten liegt, befreit sich der nicht so schnell, aber jetzt ist es soweit. So, jetzt kann man den Stein sauber als Deckung nutzen, einfach schauen, dass man nicht runterfällt. Und die Lebenspunkte gehen runter. Ich kann da fast einfach drauf feuern. Er trifft einen fast nicht. Von hier oben sieht man leider seine Schwachstelle nicht so gut, aber das macht nichts. Weil die Stelle sehr, sehr sicher ist. Und einfach draufhalten und man sieht, wie die Lebenspunkte langsam, langsam, langsam runtergehen. Zehntel noch, Fünftel noch. Und so gut wie da. Und schon hatten wir es geschafft. Hast es erledigt. Endlich wurde das Monster. War ziemlich schnell. Die Vorhüter dankbar sein. So macht das natürlich Spaß. Wir schauen noch, was ich da bekommen habe. Doch wie viele Scharmonstrositäten sind noch da draußen und wachsen in der Dunkelheit heran. Sie werden es wohl allzu bald wissen. Der Spot da ist übrigens auch für alle gut, die noch nicht 30 sind, sondern erst 28. Weil man sich da gut verstecken kann. Das Ganze dauert einfach ein bisschen länger. Aber klappt auch mit niedrigem Level. So, wir haben das Fusionsgewehr bekommen. Habe ich schon, wird dann auseinandergenommen und gibt ein Bruchstück. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da oder abonniert mich, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Ich freue mich immer über neue Abos. Vielen Dank fürs Zuschauen.